Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Die hohen Energiekosten beschäftigen sehr viele von uns, genauso wie die Auswirkungen des Klimawandels. Aber ich kann euch heute eine wirksame Maßnahme empfehlen, die gut für das Klima und euer Geldbeutel ist. Mit dem Sanierungsbonus des Klimaschutzministeriums, der bis zu 14.000, ja ich habe richtig gehört, bis zu 14.000 Euro beträgt, könnt ihr eure Ein- oder Zweifamilienhäuser bzw. Mehrparteien- und Reihenhäuser thermisch sanieren. Thermisch sanieren bedeutet, dass Wände, Fenster, Türen und Dächer besser abgedichtet und gedämmt werden. Ihr habt dann geringere Heizkosten, einen höheren Wohnkomfort, steigert den Wert der Immobilie und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Cool, oder? Für weitere Infos zur Förderung geht am besten auf die Website www.sanierungsbonus.at. Ich wiederhole, www.sanierungsbonus.at. Und jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge von Ganz offen gesagt. Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des BMS GBK. Ihr kennt das sicher. Wenn es wieder herbstlich wird und kalt und feucht und unangenehm, dauert es nicht lange, bis die erste Erkältung anklopft. Mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Schüttelfrost. Wenn dann vielleicht noch richtig hohes Fieber dazukommt, ist es mehr als nur unangenehm, sondern die echte Grippe. Das kann sogar lebensbedrohlich werden und hält einen deutlich länger ans Bett gefesselt als reine Erkältungskrankheiten. Die jährliche Influenza-Impfung schützt in hohem Maß vor einer Influenza-Erkrankung, vor schweren Krankheitsverläufen und Krankheitsfolgen. Eine Impfung ist daher richtig sinnvoll. Der beste Zeitpunkt für die Influenza-Impfung ist von Ende Oktober bis Mitte November. Deswegen am besten jetzt gegen Influenza impfen, weil die echte Grippe ist echt nicht lustig. Mehr Infos auf impfen.gv.at/influenza. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt. Prinzipiell bin ich schon der Meinung, es gibt eine Medizin und dann gibt es sozusagen Phänomene am Rand dieser Medizin. Also was jetzt genau unter einer alternativen Medizin, ist das was Ähnliches wie eine alternative Physik oder Mathematik, hätte ich Schwierigkeiten, aber ich weiß es natürlich besser. Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Woran kann es liegen, dass es in Österreich so viele Corona-Maßnahmen und Impfgegnerinnen und Gegner gibt? Dass unter ihnen wiederum so viele Ärztinnen und Ärzte aus dem Spektrum der sogenannten Alternativmedizin kommen? Was hat das alles mit unserer Geschichte zu tun? Und welche Rolle spielt dabei die NS-Zeit? Darüber spreche ich heute mit Herwig Tschech, Medizinhistoriker und Professor für Medizingeschichte an der Med-Uni Wien. Lieber Herr Professor, danke, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Sehr gerne. Danke für die Einladung zu diesem Podcast. Beginnen wir gleich damit. Also sind ja momentan in den letzten 2 Jahren Pandemie so Eigenheiten sichtbar geworden, die so länderspezifisch sind im Umgang mit der Pandemie. Ja, man hat so den Eindruck, dass unterschiedliche Länder unterschiedlich reagieren auf ein und dasselbe Ereignis. Und da wurde zum ersten Mal so bei einigen der Gedanke laut, kann das an historischen Gründen liegen? Ja, ist das etwas, dass man jetzt, Sie sind Professor für Medizingeschichte, dass man medizingeschichtlich durchaus eingrenzen kann, wo man sagen kann, ja, die Vergangenheit, die hat was mit der Gegenwart zu tun und wie man damit umgeht. Also ich bin naturgemäß, könnte man sagen, sehr wohl davon überzeugt, dass die Vergangenheit was beitragen kann, die Gegenwart zu erhellen. Ich finde das ein durchaus sozusagen ein legitimes Motiv, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Ich glaube nicht unbedingt, dass die Geschichte jetzt sozusagen den Schlüssel zu allen Erklärungen der Gegenwart bietet und vor allem auch keine monokausalen Erklärungen anbieten kann. Aber jetzt in einem konkreten Fall, also wenn ich da die Frage heraushöre, was die Impfbereitschaft oder die Impfskepsis betrifft, was kann man da aus historischer Perspektive sagen? Da würde ich zum einen sagen, dass Österreich jetzt nicht so eindeutig an einem extremen Ende des Spektrums liegt, was das Impfen betrifft. Also wir haben mit überdurchschnittlichen Mitteln eine respektable Impfquote erreicht. Darüber, wie diese Impfkampagne und die Politik in Bezug auf die Impfungen verlaufen ist, hat sich ja jeder und jede ein Bild machen können in den letzten 12 Monaten. Ich glaube schon, dass in erster Linie wirklich die politischen, konkreten Umstände auch wichtig waren und sind, auch um das zu erklären. Historisch kann man sagen, Österreich hat jetzt kein prinzipiell gestörtes Verhältnis zu Impfungen. Österreich war das erste Land auf dem Kontinent, das die Pockenimpfung eingeführt hat auf breiterer Ebene. Das war allerdings 1799, also schon länger her.
Dann gibt es eine durchaus längere Geschichte, wo die Pockenimpfung zwar nie jetzt unter Pflicht bis zur NS-Zeit, das ist auch eine interessante Also dann wurde sie zur Pflicht. Aber bis 1938 gab es nie eine Pockenimpfpflicht. Also da war Österreich zögerlicher als viele andere Länder. Bayern hat schon am Anfang des 19. Jahrhunderts eine Impfpflicht verhängt. In Großbritannien Mitte des 19. Jahrhunderts, in Deutschland wenige Jahre nach der Reichsgründung, also 1874. Also im 19. Jahrhundert haben viele Länder auf eine Impfpflicht gesetzt gegen die Pocken. Österreich nicht, aber man hat viele andere Mittel angewandt. Also von der Kanzel herab, das den Leuten sozusagen nahegelegt, ihre Kinder impfen zu lassen, um das Höllenfeuer vielleicht zu vermeiden. Nein. Und auch in dieser engen Verbindung von, sagen wir mal, Obrigkeit, staatlichen Strukturen und Kirche hat man so einiges in Bewegung gesetzt, aber eben keine Impfpflicht. Um nur ganz kurz den Gedanken weiterzuführen, Polio-Impfung, also dann nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich, also die Impfung gegen die Kinderlähmung, Mitte der 50er Jahre eingeführt und dann in den 70er Jahren natürlich eine ganze Reihe von Impfungen gegen die Kinderkrankheiten. Hier wurden eigentlich sehr hohe Durchimpfungsraten erzielt, ohne je auf eine Impfpflicht zu rekurrieren in Österreich. Mhm. FSME ist auch ein gutes Beispiel, wurde in Österreich zumindest klinisch entwickelt und hier war eine sehr erfolgreiche Kampagne mit sehr hohen Durchimpfungsraten. Und das kennt auch wahrscheinlich jeder, die Plakate mit den drohenden Zecken, das offenbar auch für viele ausgereicht hat, um sie zu einer Impfung zu motivieren. Also Österreich ist jetzt nicht die weltweite Hochburg der Impfmuffel oder gar Impfgegner. Aber natürlich, wenn man jetzt sozusagen die Impfgegnerschaft als Phänomen betrachtet, dann kann man da durchaus eine gewisse historische Geschichte nachzeichnen. Ja, das gibt es auch schon länger. Darf ich da gleich einhaken, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der Pockenimpfung? Das heißt, Österreich war zwar dabei, die Pockenimpfung zu verabreichen und zu sagen, das ist wichtig, oder überhaupt das erste Land, das das gemacht hat am Kontinent, aber als es dann um die Pflicht ging, hat man es eher versucht, psychologisch zu lösen, indem, wie Sie erzählt haben, indem sozusagen von der Kanzel herunter die Leute dazu ermutigt wurden, aber es wurde nicht als Pflicht bis 1938. Genau, man hat eine Impfpflicht erwogen. Es gab zu Lueges Zeiten beispielsweise mal einen Ausbruch in Wien. Da gab es durchaus auch Auseinandersetzungen und Demonstrationen und kann man auch in den Zeitungen nachlesen. Also da wurde das heftig diskutiert. Es wurde auch kurz vor dem Anschluss 1938, also noch im autoritären Ständestaat, eine Impfpflicht im Bereich des Militärs vorbereitet. Das wurde dann nicht mehr umgesetzt. 1938 wird das deutsche Reichsimpfgesetz eingeführt, also als eine direkte Folge der Annexion Österreichs durch Hitler oder NS-Deutschland. Aber das war eben kein spezifisch nationalsozialistisches Gesetz, sondern ein Gesetz, das in Deutschland eben seit 1874 galt. Also Deutschland hatte eine Pockenimpfpflicht und das wurde dann auch in Österreich umgesetzt. Das heißt, die Impfskepsis oder die Impfgegnerschaft, wie wir es ja jetzt haben, Skepsis ist fast ein zu harmloser Ausdruck, die ist historisch jetzt nicht eine Sache, die man schon immer in Österreich, wo man sagen kann, ja, egal wie viele hunderte Jahre man zurückgeht, das war immer schon so. Naja, es war immer ein komplexes Verhältnis, sage ich einmal. Es gab im 19. Jahrhundert auch noch Vertreter der Wiener Medizin, also Professoren, die die Impfung für sinnlos hielten gegen die Pocken. Die Idee, dass man, das war ja auch damals kein technisch hergestellter Impfstoff, sondern es war ein virulentes Virus, allerdings eine sozusagen eine harmlose Variante, die sogenannten Kuhpocken, die man da verimpft hat. Und die Idee, dass man sozusagen eine Krankheit absichtlich verabreicht, war für viele Leute also einfach schon prinzipiell nicht zu akzeptieren. Also es war schon immer ein heikles Thema, weil es eben ein medizinischer Eingriff ist im Gesunden. Das ist ja bis heute nicht anders. Wirklich organisierte Impfgegnerschaft gibt es dort, wo es eine Impfpflicht gibt. Also Österreich hat sich das erspart sozusagen, weil es nie diese Impfpflicht gab. Man konnte sich dem entziehen. In England beispielsweise gibt es wirkliche Vereine, Liga, also die Anti-Vaccination League. Da gibt es Demonstrationen, Broschüren, Zeitschriften, auch in Deutschland dann teilweise. Also im Allgemeinen kann man sagen, dass sich die Impfgegnerschaft, die wird zu einer politischen Größe oder zum politischen Faktor, wenn es wirklich darum geht, sich gegen Zwang auch zu wehren. In England, wenn man versucht hat, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sagen wir haben irgendwann einen Pockenausbruch in einer bestimmten Stadt, da drohten wirkliche Gefängnisstrafen für Eltern, die ihre Kinder nicht impfen ließen. Und das hat natürlich eine entsprechende Gegenreaktion dann auch hervorgerufen. Aber das heißt, dieses Phänomen, das wir jetzt auch hierzulande haben, dass es Demonstrationen gibt, dass da doch sehr viele Teilnehmer dabei zu finden sind,
die sich so vehement gegen das Impfen aussprechen, auch teilweise gewaltbereit sind, das ist ein neues Phänomen? In Österreich hat es in dieser Breite nicht gegeben, also Propaganda ja, Aktivismus, Verschwörungstheorien, kann man alles Mögliche finden, aber sozusagen mit dieser Mobilisierungskraft wüsste ich jetzt kein ähnliches Beispiel, was Österreich betrifft. In anderen Ländern, insbesondere wenn eben Impfpflicht eingeführt worden ist, dann sehr wohl. In Österreich könnte man auch verweisen auf Andreas Hofer, das ist auch eine bekannte Episode mittlerweile, wo das war eben im Konflikt mit Bayern, also Bayern hat Tirol besetzt und haben dann ihre eigene Impfpflicht, wollten sie sozusagen auch den Tirolern zugutekommen lassen und dann hat sich auch dann auch dieser Konflikt sozusagen entzündet, dass man dann das den Protestanten zugeschrieben hat, dass sie damit den Teufel irgendwie den Tirolern einimpfen wollten oder das wurde dann mit allen möglichen anderen Fragen sozusagen überfrachtet, wie das eben oft der Fall ist. Also solche Impfkampagnen durch die Behörden, durch die öffentliche Macht oder Autorität in kolonialen Kontexten oder in Kontexten, wo diese politische Autorität grundsätzlich sozusagen hinterfragt wird oder am Prüfstand steht, da wird halt dann zum Beispiel die Impfung zu einem wirklichen Streitthema. Sie sind Professor für Medizingeschichte, Medizinhistoriker. Können Sie uns mal erklären, was wir uns da überhaupt drunter vorzustellen haben? Was wird da untersucht? Was wird da aufgearbeitet? Was wird da erklärt? Naja, streng genommen bin ich eigentlich Professor für Geschichte der Medizin unter besonderer Berücksichtigung der medizinischen Zeitgeschichte, wobei das jetzt kein scharf definierter Unterschied ist. Ich würde das allgemein so beschreiben, die Geschichte der Medizin oder Medizingeschichte ist ein Teil der Geschichtswissenschaft, und zwar jener Teil, der sich mit Fragen bezüglich Krankheit, Gesundheit, der menschlichen Körper und allem, was irgendwie damit zusammenhängt, beschäftigt. Das ist sozusagen sehr breit angelegt, auch sehr interdisziplinär. Da gibt es auch viele, sage jetzt einmal, Überschneidungen oder Nachbarschaften zu anderen Disziplinen. Das können jetzt kulturgeschichtliche Fragestellungen sein, wissenschaftsgeschichtliche Fragestellungen im engeren Sinne, sozialgeschichtliche Fragestellungen, also die Frage nach der Ungleichheit vor Krankheit und Tod beispielsweise, aber auch Fragen der Literaturgeschichte, der Kunstgeschichte, der politischen Geschichte natürlich. Also ein sehr vielfältiges Feld, das man eigentlich nur dadurch bestimmen kann, dass es eben in irgendeiner Weise mit dem menschlichen Umgang mit Krankheit, Tod und Gesundheit zu tun hat. Und würden Sie sagen, dass dieser Eindruck, den man doch gewonnen hat die letzten zwei Jahre, auch für Sie als Experte zutrifft, dass es doch sehr länderspezifisch ist, wie man mit quasi ein und demselben Phänomen, mit der Pandemie, mit dieser Gesundheitskatastrophe, wie sie ja auch oft genannt wird, umgegangen ist? Ist Ihnen das auch aufgefallen oder ist das doch ein Blick, dass man glaubt, da sind jetzt so große Unterschiede und die sind gar nicht so groß? Also prinzipiell ist man als Historiker, Historikerin immer gut beraten, vorsichtig zu sein, was Diagnosen der Gegenwart betrifft. Weil das Spezifische an der Geschichtswissenschaft ist und auch das Privilegierte ist, aus einer gewissen Distanz sozusagen zurückzublicken und dann vielleicht auch die größeren Zusammenhänge zu erkennen. Wenn man jetzt konkret Österreich hernimmt und die Maßnahmen, so haben wir ja von sehr restriktiven Lockdowns, Shutdowns bis hin zu sehr permissiven durchlaufen lassen, alles erlebt. Also schon von daher würde ich sagen, ist es schwer, da jetzt einen grundsätzlichen, nationalspezifischen, österreichspezifischen Stil im Umgang mit der Pandemie erkennen zu wollen. Also jeder versucht das vergleichend, und das kann eben vergleichend sozusagen in der Gegenwart sein oder vergleichend zur Vergangenheit, zu analysieren. Da muss man also schon die Fragestellungen konkreter formulieren, was man da jetzt genau vergleicht. Geht es um das Vertrauen sozusagen in die Politik, ein ganz wichtiger Faktor. Geht es um den Umgang der politischen Akteure mit wissenschaftlichem Wissen? Geht es um Wissenschaftsfeindlichkeit? Geht es darum, ob es gesellschaftliche Gruppen gibt, die eben da grundsätzlich sozusagen in Opposition stehen und diese Fragen vielleicht auch instrumentalisieren oder eigentlich nicht vielleicht diese Fragen instrumentalisieren für eigenen politischen Zwecke? Und ich glaube, erst wenn man sozusagen wirklich Fragestellungen konkreter formuliert hat, da kann man sich überlegen, ob man das in einer historischen Perspektive, ob das was gewinnen kann und was beitragen kann oder nicht. Jetzt sind Sie ja wirklich einer der Experten für die Medizin in der Zeit des Nationalsozialismus. Sie haben dazu geforscht und auch viel publiziert.
Inwiefern hat sich denn die medizinische Versorgung oder der Medizinstandort Wien durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten einmal verändert? Also ganz grob gesprochen, die Nationalsozialisten haben 1938 mit dem Anschluss die Macht übernommen in Österreich bekanntermaßen. Und der erste sozusagen wirklich radikale Einschnitt bestand eben darin, dass man Juden und Jüdinnen ja aus allen Bereichen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens sehr schnell verdrängt hat und ausgeschlossen hat. Das hat auch die Medizin betroffen. Und gerade in der Medizin waren auch sehr viele Juden und Jüdinnen präsent und aktiv. Und das hat eben dazu geführt, dass beispielsweise von der Wiener Medizinischen Fakultät gut die Hälfte der Habilitierten innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen ausgeschlossen worden sind. Und darüber hinaus, wenn man jetzt den niedergelassenen Bereich oder die insgesamt tätigen Ärzte, Ärztinnen außerhalb der Universität betrachtet, so haben wir in Wien ungefähr 2/3, das sind über 3000 Medizinerinnen, die innerhalb von Wochen aus dem Beruf verdrängt werden. Also das läuft dann auch so ab, dass bis Juni, Juli gehen die Kassenzulassungen verloren. Soweit es um öffentliche Stellen geht, werden die eben entlassen oder zumindest gekündigt oder vorzeitig pensioniert. Und mit Ende September 1938 werden dann auch sämtliche Approbationen im gesamten Deutschen Reich zurückgezogen. Das heißt, diese Ärzte verlieren die Berechtigung zur Berufsausübung. Also es hat eine extreme medizinische Versorgungskrise auch bedeutet. Man muss sagen, ein Teil wurde kompensiert. Es gab einen starken Zuzug aus dem sogenannten Altreich. Also viele Ärzte, Ärztinnen weniger, haben dann wirklich die Gelegenheit hier gesehen zu Karrieren, haben die frei werdenden Stellen besetzt. Es gab auch Nachzug aus den Bundesländern. Und wir sind aus einer Situation, wo es potenziell eher zu viele Ärzte gab, also wo es auch sehr starke Konkurrenz gab unter Ärzten und wirtschaftliche Schwierigkeiten, was auch den Antisemitismus innerhalb der Medizin sehr stark befeuert hat, kommen wir zu einer Situation des Ärztemangels. Und der wird dann natürlich durch den Krieg, die Wehrmacht hat ja auch viele Ärzte dann gebraucht, noch einmal verschärft. Jetzt habe ich gelesen, dass vor der Machtergreifung, also wir müssen vielleicht sagen, wo wir uns befinden, wir sind im Josephinum in Wien, in der Währinger Straße, in einem wunderschönen alten Bau, der ab November oder ich glaube Oktober wieder öffentlich sein wird, zugänglich für Besucher des Museums, das gerade entsteht. Also wir hoffen aus heutiger Sicht, dass wir Ende September eröffnen können. Aber das ist eigentlich noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, weil wir eben noch nicht ganz sicher sind, ob wir das auch halten können. Und ich habe gelesen, dass ja Österreich oder Wien als Standort für die medizinische Ausbildung davor, also 18. bis 19. Jahrhundert, ein wahnsinnig wichtiger Ausbildungsort war und auch einer war, der einen guten Ruf hatte. Also Wien war im 19. Jahrhundert sozusagen am Höhepunkt der wissenschaftlichen Entwicklung, was die Medizin betrifft, die sogenannte zweite Wiener medizinische Schule. Und da kann man durchaus sagen, dass Wien ein ja, weltweit ausstrahlendes Zentrum der medizinischen Forschung und natürlich auch der Praxis war. Und wir haben davon auch noch sozusagen Reste in den 20er Jahren, dass Ärzte, Ärztinnen aus den USA beispielsweise nach Wien kommen, um ihre Ausbildung sozusagen abzuschließen, zu vervollkommnen. Also man muss sich das so vorstellen wie ein großes internationales Zentrum? Wien war eines der bedeutendsten, also die Fakultät war auch eine der größten, sicher in Europa neben Berlin und auch weltweit eine der bedeutendsten medizinischen Fakultäten überhaupt und hat eben international ausgestrahlt. Und wie hat sich das dann innerhalb kürzester Zeit nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verändert? Also man muss dazu grundsätzlich sagen, dass der Niedergang dieser Wiener medizinischen Schule schon mit dem Ersten Weltkrieg eingesetzt hat. Die Wiener Medizin hat ja auch sehr von dieser Position als Hauptstadt des Habsburgerreichs profitiert. Und das hat sich dann auch schon mit dem Ersten Weltkrieg aufgehört. Es war auch finanziell dann eine sehr schwierige Zeit, wirtschaftlich die Krise. Auch eine gewisse Provinzialisierung hat er schon eingesetzt in der Zwischenkriegszeit. Ich erinnere nur daran, dass Karl Landsteiner, also einer der Nobelpreisträger, mit dem man sich heute noch gerne schmückt und Entdecker der Blutgruppen, dass der bereits nach dem Ersten Weltkrieg Wien verlassen hat, weil er hier eigentlich keine Chance mehr sah, wissenschaftlich voranzukommen. Aber und dann auch 1934 haben wir Einschnitte, wo sozialistische oder eher linke Professoren auch entlassen werden. Man denke an Julius Tandler beispielsweise, der seine Professur verliert. Aber 1938 ist der wirklich brutale Einschnitt, wo diese Wiener medizinische Schule
ich will nicht sagen endgültig, aber für sehr, sehr lange Zeit abrupt zu einem Ende kommt. Jetzt haben wir uns gerade durch die Pandemie vielleicht auch mehr mit diesen Themen beschäftigt als davor. Manche werden das vielleicht immer schon am Radar gehabt haben, und zwar mit den Themen Alternativmedizin. Ich mache es jetzt unter Anführungszeichen, ja, weil es gibt auch viele, die diesen Begriff ablehnen und sagen, das ist eigentlich ein widersprüchlicher Begriff. Entweder ist es etwas Medizin oder ist es Alternativ. Wie sehen Sie das, den Begriff Alternativmedizin? Kann man den verwenden? Naja, als historischer Begriff, als Historiker muss ich zunächst einmal zur Kenntnis nehmen, dass Phänomene existieren und auch Begriff für ihre Geschichte haben. Prinzipiell bin ich schon der Meinung, es gibt eine Medizin und dann gibt es sozusagen Phänomene am Rand dieser Medizin. Also was jetzt genau unter einer alternativen Medizin, ist das was Ähnliches wie eine alternative Physik oder Mathematik, hätte ich Schwierigkeiten, aber ich weiß es natürlich besser. Ich glaube, es ist sinnvoll davon zu sprechen, dass die Medizin natürlich gesellschaftlich organisiert ist und dass man das am besten sozusagen direkt anspricht. Das heißt, es gibt die akademische Medizin oder die naturwissenschaftlich orientierte Medizin, und dann gibt es in der Selbstbeschreibung ja Alternativ- oder Komplementärmedizin an den Randzonen gewissermaßen. So, jetzt haben Sie das dankenswerterweise korrekt und gut beschrieben. Welche Rolle spielt denn die Homöopathie im Nationalsozialismus? Die Homöopathie, so wie andere alternativmedizinisch-esoterische Richtungen, hat im Nationalsozialismus einige auch sehr mächtige Fürsprecher oder Anhänger, beispielsweise Heinrich Himmler. Das heißt, es gab, um es ganz kurz zu fassen, mit 1933 sozusagen einen Moment, wo es danach aussah, dass sich die Alternativmedizin sozusagen breiter durchsetzen könnte als neue deutsche Heilkunde, wie das damals hieß. Das blieb aber im Grunde ein Randphänomen, muss man auch dazu sagen. Mhm. Wir haben auch, ich sage ein Beispiel in Wien, die Wiener Kinderheilkunde, der Ordinarius Franz Hamburger, der das übernimmt, der bleibt sozusagen ein naturwissenschaftlich orientierter Mediziner, der aber diese naturwissenschaftliche Orientierung eigentlich explizit ablehnt, sich auch dagegen ausspricht und hat einer gewissen Ganzheitlichkeit das Wort redet. Aber tatsächlich, wenn man die Praxis in der Klinik sich betrachtet, bleibt es im Grunde sozusagen am Boden dieser akademischen Medizin. Also es gibt jetzt keine breite Durchsetzung von dieser Alternativmedizin im Nationalsozialismus. Viel wichtiger, auch was die Veränderungen im medizinischen Bereich betreffen, sind Dinge wie die sogenannte Rassenhygiene, die ja dann doch auf der damaligen Vererbungslehre aufbaut, verbunden mit dem ganzen Rassenmystizismus der Nationalsozialisten. Und das kann man jetzt nicht unbedingt sozusagen der Alternativmedizin zuschreiben. Also ich würde mich da jetzt nicht zu sehr ablenken lassen von diesem Thema. Faktum bleibt, dass die Homöopathie beispielsweise bei einigen der KZ-Versuchen eine Rolle spielte, dass das mit erprobt wurde, die Wirksamkeit von Schüsslersalzen beispielsweise war Teil von Versuchsreihen, die aber insgesamt dann doch Fragestellungen verfolgt haben, die in den Kontext der naturwissenschaftlich orientierten Medizin gehören. Das heißt aber, jetzt einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Stellenwert der sogenannten Alternativmedizin, also Homöopathie, Anthroposophie auch, in unserer Geschichte und der doch so hohen Anzahl an Maßnahmen und ImpfgegnerInnen genau aus diesem Spektrum in der Öffentlichkeit in Österreich, so weit würden Sie jetzt nicht gehen? Naja, eine der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, die USA, die ja den Nationalsozialismus sozusagen militärisch besiegt haben, haben jetzt keine geringere Affinität zu bizarren Mitteln gegen Covid beispielsweise. Also ich glaube, auch hier zeigt sich wieder, einfache monokausale Erklärungen bietet die Geschichte einfach nicht, das hält der Überprüfung nicht stand. Trotzdem gibt es sozusagen eine gewisse Tradition der Rechtsesoterik in Österreich, auch rechtsextreme Esoterik, die wir auch in den 80er, 90er, also die wir schon vor Covid kannten, wenn man sich halt dafür interessiert. Ich habe ja lange am Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes gearbeitet, war jetzt nicht direkt in der Rechtsextremismusbeobachtung, aber dieses Milieu hat es immer gegeben und jetzt ist es sozusagen herausgebrochen, hat natürlich auch neue Anhängerinnen gefunden durch diese Mobilisierung mit den Maßnahmen, mit der Impfangst etc. Aber ja, also es gibt diese Tradition der Rechtsesoterik,
Und die kann man jetzt wieder verlängern, wenn man will, in die romantische Naturverklärung. Es gibt um 1900 die Lebensreformbewegung, die man aber jetzt nicht nur sozusagen im rechts- oder rechtsextremen Lager ansiedeln kann, aber so eine, gerade in Deutschland, Österreich, eine breite Ablehnung der Moderne, der modernen Zivilisation, der Stadt. Da gibt es also die unterschiedlichsten Ausrichtungen bis hin zur Anthroposophie, die Sie erwähnt haben, die gehört auch sozusagen in diesen Zusammenhang. Also diese Milieus existieren und die gibt es auch im Nationalsozialismus. Wenn Sie sagen Rechtsesoterik, was müssen wir uns darunter vorstellen? Naja, das ist zunächst einmal wirklich ein Marker, würde ich sagen, jetzt für rechtsextreme Esoterik, ist die Verbindung mit antisemitischen Verschwörungstheorien. Und das gibt es ja auch schon sehr lange, also dass man Impfungen als eine Vergiftung am deutschen Volkskörper beispielsweise betrachtet. Da gibt es auch aus der NS-Zeit und aus der Zeit davor, gibt es Flugblätter, gibt es Schriften, die das behaupten. Also das rekurriert auch auf frühere antisemitische Motive von den Juden als Brunnenvergifter. Und gerade im Bereich der Medizin, also der medizinische Antisemitismus, ist dann eben auch aufgeladen mit spezifischen Anfeindungen gegen jüdische Ärzte. Auf der einen Seite, dass sie Abtreibungen beispielsweise durchführen, damals illegal, und damit sozusagen den deutschen Volkskörper schädigen, dass sie ihre Patientinnen sexuell belästigen, war eins so ein Diffamierungsmotiv, und auch eben, dass sie über Impfungen sozusagen den Volkskörper vergiften. Das heißt, diese Art von Verschwörungstheorien, das ist sozusagen, da wird es dann eindeutig, dass man da im nationalsozialistischen oder neonazistischen diskursiven Raum uns bewegen. Was man auch noch anführen kann, auf der anderen Seite, also einfach die Ablehnung der Moderne, des wissenschaftlichen Weltbildes, auch in der Medizin, und dem setzt man dann entgegen ein organisches, ganzheitliches, deutsches, traditionelles Bild des Menschen, das nicht immer wirklich konkret mit Inhalten ist, befüllt ist, sondern sich aus dieser Gegnerschaft und dieser Ablehnung, aus dieser Polarisierung sozusagen speist, wo eben alles Negative dann auch mit den Juden assoziiert wird. Also die jüdischen Ärzte stehen dann für die moderne Apparatemedizin, auch damals schon ein Stichwort, die auch das Gewinnstreben, also das Profitinteresse, das man den jüdischen Ärzten unterstellt, ist sozusagen eine Variante dieses rechtsradikalen Antikapitalismus, der also sozusagen das Profitstreben halt auch den anderen sozusagen zuschreibt und zuschiebt und es mit den Juden identifiziert. Was auch insofern ironisch ist, weil die sogenannte Alternativmedizin ja viel mehr als die tatsächliche Medizin ihre Existenz sozusagen der Nachfrage verdient. Die gibt es eigentlich nur, weil es Menschen gibt, die dafür bereit sind zu bezahlen, sonst würde es ja recht schnell verschwinden. Was würden Sie denn sagen, was da für ein Menschenbild dahinter steckt, hinter dem, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, hinter diesem rechtsesoterischen Bild? Dass man, was ist da für ein Menschenbild, das da sozusagen als optimales Bild verkauft wird? Also ich möchte das jetzt auch nicht zu sehr vereinfachen, ja, oder vereinheitlichen, weil ich natürlich nicht im Einzelnen weiß, was es für ein Menschenbild ist und auch nicht sozusagen vermuten möchte, dass da dahinter nur ein einziges Menschenbild, ja, steht. Das wäre ja selbst wieder eine eigenartige Projektion. Ja, das stimmt, das sind wir dann. Aber was starke Faktoren sind, ist die Vorstellung eines organischen, ganzheitlichen, sauberen Organismus, der sich von verderblichen äußeren Einflüssen frei hält, rein, also die Idee der Reinheit ganz wichtig. Das kann jetzt explizit als rassische Reinheit, also als Reinheit von rassenfremden Elementen daherkommen, dann ist es wieder leicht zu erkennen als im Grunde Nazi-Propaganda, aber das kann natürlich auch verhüllter sein. Aber dass jetzt Menschen über Reinheit und Verschmutzung fantasieren, ist jetzt auch wieder nicht spezifisch Rechtsextremes. Ja, das findet man in allen Kulturen, diese Verbindung, die rituellen Fragen von Reinheit und Verschmutzung, aber daraus speist sich das gewissermaßen. Ich glaube, so würde ich es allgemein vereinheitlichen. Wenn es um die NS-Ideologie geht, ist es natürlich immer verbunden mit dieser rassischen Polarisierung oder rassistischen. Und ich möchte vielleicht nochmal kurz auf einen Punkt zurückkommen, der jetzt untergegangen ist, nämlich das Geld im Zusammenhang mit Homöopathie beispielsweise. Mhm. Also homöopathische Mittel mögen günstiger sein als echte Medikamente, aber die Spanne ist natürlich unendlich viel größer, wenn ich sozusagen leeres Wasser verkaufe.
also das muss man auch im Auge behalten und man bezahlt dann ja auch sozusagen die Zeit, dass die jemand Stunde. Zuhört. Das sind ja meistens Privatärzte. Also genau, also keine Kassenärzte. Das ist offensichtlich ein Markt, der sozusagen den gleichen Regeln von Nachfrage und Angebot unterliegt und wo auch natürlich Profit erzielt wird oder Geld verdient wird. Aber das wird eben in dieser Polarisierung sozusagen auf der einen Seite verschwiegen oder verhüllt und den anderen quasi unterstellt. Was meinen Sie, woher dieser Boom dieser medizinischen Bereiche, woher der kommt? Weil das ist ja wirklich etwas, was immer mehr zunimmt. Das kann man vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man es historisch festlegen kann, dass das immer mehr wird. Aber man hat subjektiv den Eindruck, gibt auch Zahlen dazu, dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte eine Zusatzausbildung machen in diesen Bereichen. Woher kommt das? Was glauben Sie? Also meine Vermutung, ohne da jetzt mich damit im Detail beschäftigt zu haben, ist, dass das nachfragegetrieben ist. Man muss natürlich sagen, dass die Medizin auf viele chronische Leiden einfach keine guten Antworten hat. Also gerade Dinge, die sozusagen das Wohlbefinden beeinträchtigen, aber eben keine gut umreißbaren Krankheiten sind. Und dann suchen Menschen halt irgendwelche Möglichkeiten, um das nicht ertragen zu müssen, sondern zumindest das Gefühl zu haben, dass sie irgendwas tun. Und ich glaube, dass das sozusagen ein Spektrum ist von allgemeinen Lifestyle-Entscheidungen bis hin zu wirklich medizinischen Fragen. Und da gibt es halt ein breites Spektrum dazwischen und einen Teil davon decken halt Ärzte und Ärztinnen ab. Jetzt haben wir vorhin schon angesprochen, dass man oft einfach eine gewisse Ahnungslosigkeit hat. Das muss ja nicht einen gleich unter Verdacht bringen, wenn man über etwas nicht Bescheid weiß. Zum Beispiel auch, was den Begriff Schulmedizin betrifft, bin ich drauf gekommen. Also das ist bei Gott kein harmloser Begriff, Schulmedizin. Also Schulmedizin ist ein Kampfbegriff oder wurde als Kampfbegriff eingeführt. Und zwar schon im frühen 19. Jahrhundert aus der Perspektive der Homöopathie gegen die etablierte Medizin sozusagen. Also es war dazu gedacht, die etablierte akademische Medizin, wenn man das so will, anzugreifen, abzuwerten, sich davon abzugrenzen. Und das hat als im Grunde Büchermedizin, überliefertes Wissen abzutun. Also das soll dieser Begriff der Schule vermitteln. Und das trifft ja auch ein gewisses Stück weit zu auf die damalige Medizin. Also wir haben damals noch einen sehr großen Anteil an überliefertem Wissen, das weitergegeben wird. Und die empirische, naturwissenschaftlich orientierte Medizin, wie wir sie heute kennen, entwickelt sich im 19. Jahrhundert oder setzt sich im 19. Jahrhundert durch. Insofern ist der Begriff heute, denke ich, eigentlich ungeeignet. Also als historischen Begriff kann man natürlich weiter verwenden, sich darauf beziehen. Aber er ist jetzt ungeeignet, irgendwie sinnvoll die naturwissenschaftlich orientierte Medizin zu beschreiben, weil er halt dieses semantische Gepäck als Kampfbegriff mit sich trägt. Würden Sie ihn überhaupt, also würden Sie überhaupt anregen, den in Zukunft zu vermeiden? Sozusagen sollte man, wenn man ja ohnehin vorsichtig mit Sprache ist, was ja gut ist in der Gegenwart, auch diesen Begriff sollte man wirklich jetzt einmal lassen? Also wenn es um den aktuellen Sprachgebrauch geht und um Fragen der aktuellen Medizin, glaube ich nicht, dass der Begriff hilfreich ist. Also er kann nur der Abgrenzung dienen. Er kann eigentlich nur von außen sozusagen die Funktion haben, dass man sich eben abgrenzt von der akademischen Medizin. Was mir aufgefallen ist, er wird sehr oft als Gegenpart zu einem Art Geheimwissen verwendet. Also es wird ja sehr oft die Medizin als Schulmedizin bezeichnet, um dann zu sagen, gerade wenn es um schwere Erkrankungen geht, wenn es um Krebserkrankungen geht zum Beispiel oder chronische Leiden, wenn dann eben alternative Heilmittel angepriesen werden, oft in Büchern, in sehr teuren Vortragsreihen, im Internet, in irgendwelchen Foren, die dann so als Geheimwissen verkauft werden. Ja? Ist das etwas, das man immer schon beobachten konnte, dass es so, dass das dann auch so verbrämt sein muss, als etwas, das, zu dem nur wenige Zugang haben und wo ja die Medizin gar kein Interesse hätte, dass das jetzt alle erfahren? Gut, man könnte jetzt ein bisschen scherzhaft daran erinnern, dass der Hippokratische Eid sozusagen die Anhänger der Schule von Kos zur Geheimhaltung verpflichtet hat. Also die Medizin beginnt damit, dass man eine Schule bildet und die Grundlage der eigenen Erwerbstätigkeit eben geheim hält bzw. auf die eigene Schule beschränkt. Aber davon sind wir natürlich weit entfernt. Die Idee, dass es sowas gibt wie geheimes Wissen, wo eben nur ein auserwählter Kreis Zugang hat,
Das ist die Definition von Esoterik. Also die eigentliche Wortbedeutung von Esoterik ist Geheimwissen. Insofern ist es nicht überraschend, dass das in dem Zusammenhang auftaucht und ist natürlich jetzt nie weit entfernt von einer verschwörungstheoretischen Konzeption in dem Sinne, dass es eine Verschwörung gibt gegen irgendwelche Erkenntnisse, gegen irgendein, weiß nicht, wirksames, aber günstiges Heilmittel, das eben den Interessen der Pharmaindustrie zuwiderlaufen würde oder welches Motiv man immer diesen Verschwörern unterstellt dann. Mir hat unlängst eine Schmerztherapeutin erzählt, die ist aus Deutschland, ist in Österreich praktiziert. Sie wäre auf vielen internationalen Kongressen in der Schmerztherapie und nirgends gäbe es so wenig Bereitschaft, Patienten, Patientinnen zu sagen, man soll gescheite Schmerzmitteldosen zu sich nehmen etc., sondern immer auf die Naturheilkunde zu setzen. Ja, also es wäre eine völlig andere Schmerztherapie in Deutschland oder in Österreich als jetzt beispielsweise, hat sie mir erzählt, in England oder Frankreich, wo man viel eher darauf eingehen würde, Patientinnen und Patienten Schmerzmittel, Medikamente zu geben. Ja. Sind solche Beobachtungen, ist natürlich jetzt sehr anekdotisch, ja, aber ist das auch etwas, das man historisch durchaus erklären könnte, doch mit der Geschichte der beiden Länder? Also Schmerztherapie ist eine interessante Frage. Da müsste man auch differenzieren. Geht es jetzt um den Griff zum Kopfwehpulver oder geht es um die Therapie von terminalen Krebspatienten oder Patientinnen? Mhm. Im letzteren Fall, und das sind ja sozusagen dann die wirklich wichtigen Fragen, also beispielsweise, wie weit ist man bereit, eine Lebensverkürzung in Kauf zu nehmen oder die Möglichkeit einer Lebensverkürzung durch eine Schmerztherapie in Kauf zu nehmen? Das berührt ja auch religiöse Fragen, also da ist auch die katholische Kirche sozusagen eher auf der Seite der Skeptiker, auch wenn es darum geht, das Leiden sozusagen als notwendigen Teil der menschlichen Existenz zu postulieren, zu vertreten, das man eben hinnehmen muss. Und ich glaube, dass das schon ein historischer, kultureller Faktor ist, der in katholischen Ländern eine Rolle spielt, prinzipiell. Was mir auch einfällt spontan dazu, also Konrad Lorenz hat ja aus seiner eher, sag jetzt einmal, sozialdarwinistischen Grundhaltung heraus sagen die Verweichlichung beklagt, also dass man zu schnell zum Schmerzmittel greift, wenn man das einfach nicht mehr aushält. Und er hat halt gemeint, das ist dann eher diese Hitlerjugendideologie, dass man halt sozusagen Schmerzen ertragen müsse aus einer Form der persönlichen Härte zu sich selbst. Ja, ich glaube, das hat sie gemeint. Also das kann durchaus begründbar sein in diesem Zusammenhang. Haben Sie den Eindruck, jetzt sind Sie da viel näher fachlich drinnen als wir alle, dass das genügend aufgearbeitet wird eigentlich, dass sozusagen das Menschenbild, der Einfluss der NS-Zeit auf die Medizin in Österreich, dass das wirklich auch aufgearbeitet wird mit voller Inbrunst und intensiv, oder wäre da noch viel zu tun? Also auf jeden Fall noch viel zu tun. Es ist auch keine Arbeit, die sozusagen abschließbar ist, weil das ja auch sagen jede neue Generation neu betrifft, weil es auch die Medizinstudierenden, ich denke, es ist wichtig, dass sich die damit beschäftigen und auseinandersetzen und darüber reflektieren. Ich glaube, dass es ein steigendes Interesse gibt, sicher in den letzten, würde man sagen, 20 Jahren oder mehr. Also hier hat sich schon sehr viel verändert. Sie werden von mir sicher nicht hören, es ist sozusagen genug. Aber ich glaube, dass wir prinzipiell vom guten Weg sind. Und das ist auch ein großer Schwerpunkt hier im Institut. Da sozusagen darauf einzuwirken. Wir haben vorhin schon davon gesprochen, Rechtsesoterik. Ist es sozusagen kein Zufall, dass jetzt in Frankreich, in Österreich, in Deutschland gerade die Parteien, die sehr stark am rechten Rand sind, aufgetreten sind als Impfgegner, als Parteien, die sich öffentlich geäußert haben gegen die Maßnahmen, gegen die Impfung? Würden Sie das in einer Tradition sehen? Naja, es steht im Fall der FPÖ jedenfalls in einer Tradition, gesellschaftliche Konflikte auszunutzen, zu instrumentalisieren und zu vertiefen sozusagen. Die Frage, ob sozusagen inhaltlich andere Positionen denkbar gewesen wären, das ist schon sehr spekulativ. Also so wie wir es beobachtet haben, ergibt es jedenfalls Sinn, aber ich würde in erster Linie wirklich eine Instrumentalisierung sehen. Gerade bei der FPÖ haben wir auch vor der Pandemie gesehen, da gab es durchaus noch starke Positionen für eine Impfpflicht, wenn es gegen
Immigranten, Immigrantinnen ging und eine mögliche Gefahr, dass die Infektionskrankheiten einschleppen. Also auch das ist sozusagen in einer direkten Kontinuität zum Nationalsozialismus und zu rechtsextremen Ideologien, dass man eben das Fremde mit Infektionskrankheiten verbindet und da die Einschleppung eben von gesundheitlichen Gefahren damit in Verbindung bringt. Und dass man dann sozusagen von der Impfpflicht oder von einem zwangsweise Impfen weggekommen ist und genau das Gegenteil eingenommen hat. Ja, hier sehe ich eher eine Tradition des Opportunismus vielleicht und der relativ zynischen Instrumentalisierung. Darf ich Sie gleich noch etwas fragen, ob Sie das irgendwo historisch verorten können? Und zwar, es gibt ein sehr trauriges Phänomen, nämlich dass man Menschen, die eine sehr schwere Erkrankung haben, wie zum Beispiel Krebs, immer noch ihnen zuschreibt, quasi nicht genug an sich gearbeitet zu haben oder psychologisch doch auch irgendwie selbst einen Anteil dran zu haben, ja, was ja bis dahin führt, dass man quasi ermahnt wird, man hätte jetzt eben eine Krankheit, weil man sich nicht genug mit sich beschäftigt hätte, was ja grausam zynisch ist auf jeden Fall. Kann man das historisch irgendwie erklären, diesen Zugang? Also prinzipiell, und da sage ich noch was Allgemeineres über die sogenannte Alternativmedizin, sehr viel, was in der Alternativmedizin, in der sogenannten, vertreten wird, ist die alte, unter Anführungszeichen, Schulmedizin. Das sind Ideen, Hypothesen, auch tatsächlich etablierte Methoden, die an irgendeinem Punkt verworfen werden, weil sie eben der wissenschaftlichen Überprüfung nicht standgehalten haben. In Bezug auf Krebs, das verweist auf eine, ich glaube, das war ungefähr in den 50er Jahren, die sogenannte Krebspersönlichkeit. Das wurde ernsthaft als Hypothese diskutiert, dass es eben psychosomatische Komponente gibt, was die Krebsneigung betrifft. Und dieses Stichwort Krebspersönlichkeit, das war dann eben in der Diskussion. Und jetzt findet man es halt sozusagen herabgesunken in diesen weltanschaulichen Mischmasch von Ideen wieder. Ja, also in dem Zusammenhang würde ich das sehen. Aber sehr vieles von dem, was eben da vertreten wird, kann man zurückführen auf, weiß nicht, Aristoteles oder hat sozusagen wirkliche Quellen und war mal Teil der sogenannten Schulmedizin, jetzt durchaus in dem historischen Sinne der überlieferten, der sozusagen tradierten Medizin und ist eben heute nicht mehr Teil des wissenschaftlich anerkannten Wissens, meistens mit gutem Grund. Aber es setzt sich sozusagen in der Bevölkerung noch fort, also es gibt noch zu viele Menschen, die an so etwas wirklich glauben. Genau, es wird dann wiederentdeckt, da ist irgendeine geheime germanische Volkswissen um die Gesundheit und tatsächlich vieles davon stammt eben aus der antiken Literatur beispielsweise. Das heißt, es ist einfach überholt längst, ne? Also es ist überholt, genauso wie die Homöopathie oder der Aderlass, was auch immer. Man wird ja auch niemanden mehr zur Ader lassen, genau. Gibt es auch noch. Gibt alles noch. Jetzt wollen wir versuchen, einen kleinen Ausblick zu machen. Ich habe mal in einem Gespräch mit Ihnen gelesen, dass ja Pandemien oder Epidemien nicht nur schlecht waren immer, sondern auch immer etwas Gutes mit sich gebracht haben. Natürlich waren sie prinzipiell schlecht, aber sie haben manchmal auch einen ganz positiven Effekt gehabt. Und zwar habe ich gelesen, dass die Cholera-Epidemie zum Beispiel des 19. Jahrhunderts dazu geführt hat, dass in Europa die Wasserversorgung für die Städte und die Hygienemaßnahmen ausgebaut worden sind. Jetzt ist das natürlich sehr Glaskugellesen, aber was erwarten Sie sich denn, wie die Pandemie, die wir ja immer noch erleben, sie ist ja nicht vorüber, was die verändern wird langfristig gesellschaftlich? Also prinzipiell möchte ich sagen, ich habe immer gewehrt gegen diese Frage, was Pandemien Positives bringen, weil es mir eigentlich ungehörig erscheint. Pandemien sind immer eine Katastrophe für Hunderttausende, Millionen Menschen, haben negative Auswirkungen in den unterschiedlichsten Bereichen und dann sozusagen auf der Habenseite positive Aspekte festzustellen. Dazu war ich immer sehr, sehr vorsichtig. Also es ist richtig, dass man der Cholera einen gewissen Einfluss auf die Stadtentwicklung im 19. Jahrhundert zuschreiben kann und man sieht dann durchaus direkten Zusammenhang, eine Korrelation zwischen in Wien zunächst der Verbesserung der Abwasserentsorgung und dann vor allem der Trinkwasserversorgung. Was Corona betrifft, nachdem uns das auch so viel näher noch steht, ist es, glaube ich, noch heikler. Und ich möchte mich da jetzt eigentlich gar nicht zwingen, positive Aspekte zu finden. Ich meine, ich kann sagen, aus meinem ganz persönlichen Alltag als Wissenschaftler hat es den Durchbruch der Videokonferenzen
gebracht. Das kann man mögen. Aber was den internationalen Austausch betrifft, also auch für Gelegenheiten, mal einen Vortrag hier oder dort, wo man nicht reisen würde über den Atlantik, öffnet es natürlich neue Möglichkeiten des Austausches. Aber noch einmal, ich würde mich jetzt wirklich wehren dagegen, das in irgendeiner Weise sozusagen auf die andere Seite der Waage zu legen von dem Tod und dem Leiden, das das gebracht hat. Eine letzte Frage vielleicht noch im Anschluss dazu, um es vielleicht anders zu fragen. Die spanische Grippe, die war ja vor circa über 100 Jahren, 1918, 1919, und hat ja die Welt auch verändert. Ja, also, glauben Sie, dass diese Pandemie, die wir immer noch erleben, auch einstmals ein sehr eindrückliches Ereignis, ein sehr großer Einschnitt sein wird, dass man darauf zurückblickt und sagt, das war schon, das hat dann zu diesen und jenen geführt und war tatsächlich ein sehr großer Einschnitt gesellschaftlich? Also das glaube ich schon. Ich glaube, dass es durchaus das Potenzial hat zu einer, ich sage mal, systemischen Krise, nicht für sich allein genommen. Die Frage ist, was eben noch nachkommt. Wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine. Und sozusagen in 5 Jahren, in 10 Jahren ist es durchaus möglich, dass das eine Komponente sozusagen einer längeren, wirklich krisenhaften Phase wahrgenommen werden wird. Aber das ist jetzt tatsächlich Spekulation. Selbst wenn wir uns den optimistischsten Verlauf der nächsten Monate oder Jahre vorstellen, wird das natürlich ein Einschnitt bleiben für viele Menschen, die das erlebt haben. Ja. Danke, Herr Professor, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns so lange. Sehr gerne. Danke für Dankeschön. Die Einladung noch einmal. Das war es schon wieder mit Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann. Missing Link.